Hallo, mein Name ist Sabine und ich arbeite beim Bayerischen Roten Kreuz in der Kleidersortierung. Über unsere Kleidercontainer werden uns regelmäßig Decken und Kissen gespendet. Früher waren diese Decken und Kissen aus Daunen und Federn. Heutzutage jedoch ist es meistens Kunstmaterial. Also diese sogenannten Hohlfasern können leider nicht recycelt werden. Wir müssen diese künstlichen Kopfkissen und Decken dann entsorgen, kostenpflichtig entsorgen. Und deshalb bitten wir Sie, bitte schmeißen Sie keine künstlichen Kopfkissen und Decken in unsere Container, sondern spenden Sie uns sehr gerne Ihre Daunendecken, Ihre Daunenkissen, denn dieses natürliche Material können wir weiterverwenden und recyceln, wenn es sein muss. Danke.